Was geht, Leute? GTA Online, Leute? Fängt ihr direkt komisch an, ja genau. Das ist ein GTA Online Gewinnspiel, Leute, für PC. Merkt euch, PC Gewinnspiel. Also, ihr kriegt entweder diesen Account, Leute. Der hat Level 75 und hat noch 43 Millionen Dollar. Oder GTA Geld, was auch immer. Und dieses Account kriegt ihr dann, Leute. Mit allen Objekten, die es im Spiel gerade gibt's. Gebäude, alle Maximum gekauft, alle 5 Garagen gekauft, alle, was weiß ich, MOC, alles drum und dran gekauft. Die Fahrzeuge im Park gekauft. Ja, und entweder kriegt ihr diesen Account, ich zeige euch auch gleich die Fahrzeuge, Leute. Oder die zweite Chance ist, also nur an alle meine Abonnenten, die nicht abonnieren kriegen, können nicht teilnehmen. Und ich weiß sogar, wie viele Leute, also wer mich abonniert und wer nicht. Das sehe ich sogar auf dem Kanal. Und ich verlose, und wenn ihr den Account nicht wollt mit den Autos und alles drum und dran, gibt es noch eine zweite Alternative, aber nur ein Gewinnspiel immer noch. Für PC. Und zwar, ich mache euch einen Account, Leute, mit Maximum, also mit dem Level, den ihr wollt. Minimum 100, höher mache ich nicht, Leute. Also, was für Level ihr wollt. Macht Spaß. Also, diesen ganzen Fahrzeugen, diesen Paintjobs. Die Paintjobs sind nichts Spezielles, aber das sind meine Paintjobs. Von Just Play Fast, Leute. Ja. Und, Leute, ja, entweder mache ich für euch einen Account, das dauert aber. Den ihr kriegt jetzt direkt, wenn das Gewinnspiel fertig ist, Ende dieses Monats, von Juli. Wir haben Juli, gell? Ja, wir haben Juli, ja. Von Ende Juli, Leute. Bis Ende diesen Monats, Juli, gilt das Gewinnspiel an alle meine Abonnenten. Wer nicht abonniert hat, soll abonnieren und in die Kommentare schreiben, warum er den Account will und warum es ihm geben sollte. Ich 80, und das, wisst ihr, warum ich mache? 20%, also der Abonnenten, gucken die Videos. 80 sind keine Abonnenten und gucken die Videos auch. Also abonnieren und ihr könnt automatisch mitmachen. Ja, Leute. Und zweite Möglichkeit ist, ich mache euch einen Account mit, ich kaufe euch alle Objekte, außer die Autos, die müsst ihr selber machen. Also kaufen und tunen, das mache ich nicht für euch. Also ich kaufe euch alle Objekte drum und dran, Mazepring Tower zum Beispiel dazu noch und alle Häuser, Boden, alles, Flugzeughangar, was auch immer. Und gebe euch noch 100 Millionen drauf und Level 100 oder 80, damit ihr wenigstens nicht also gebannt werdet. Das ist ein undetected Mod-Menü, Leute. Ich habe einen 3 Stunden Spielzeit GTA Online, alles schon frei. Und also, ja. Und die Tarnungen, also die Paintjobs, die man mit Rennfahren bekommt, oder die Raubüberfallfahrzeuge, die müsst ihr selber erspielen, Leute. Das kann mein Mod-Menü leider nicht. Und das alles kriegt ihr nur an meine Abonnenten und PC übrigens nochmal. Und ich verkaufe Mod, also Unlock-Ons. Das dauert aber, weil mit dem Geld, wenn ich zu schnell mache, zack, 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 ihr kriegt direkt einen Bann und das will ich nicht an meine, also an meine Fans halt, ja, die noch gezahlt haben dazu. Das will ich halt nicht, Leute, für euch. Deswegen dauert ein Unlock-On maximum eine Woche, wenn ihr eins kaufen wollt. Deswegen kann ich nicht so schnell sein. Eine Woche wegen dem Geld, Leute, weil das Geld, wenn ich so schnell euch 1 Million gebe, also 20 Millionen, also ich meine 100 Millionen, also zu schnell an einem Tag, dann das ist zu auffällig, Leute. Ist zwar undetected, aber trotzdem fällt es auf. Und ja, PC, Leute, Unlock, ich meine Gewinnspiel, Leute, entweder kriegt ihr diesen Account, Leute, den ihr gerade benutzt, oder ich erstelle euch einen mit einem beliebigen Namen, den ihr wollt. Der heißt jetzt gerade auch nicht so besonders gut. Und ja, Leute, hoffentlich hat euch das gefallen. Ich hoffe, das Ding hat jetzt mal wieder aufgenommen. Das war's, Leute.